Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe ja eigentlich in der letzten Folge gesagt, dass wir in der heutigen Folge mit ja, einer der beiden Charakteren von Mulan weitermachen wollen. Allerdings habe ich gesehen, dass wir hier noch eine ganz andere Aufgabe haben, und zwar eine mit Remi. Und ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr, es ist schon ein bisschen länger her, dass das wohl tägliche Aufgaben sein sollen. Deswegen würde ich sagen, machen wir die erst noch mal zwischendurch und fangen dann mit ja, den Mulan-Aufgaben an, die ich sowieso noch freischalten muss. Wir haben, wie ihr schon seht, einiges vorher zu tun, was man machen muss, damit man überhaupt diese Aufgaben bekommt. Also falls ihr diese Aufgabe noch nicht habt, wisst ihr, woran es liegt. Die Charaktere müssen alle freigeschaltet sein. So, ich hoffe, Remi ist jetzt bei sich im Restaurant. Ich stehe nämlich jetzt gerade daneben. Ah ja, hier ist er. Remi. Hey, du bist es. Du wirst eine unglaubliche Köchin-Gameplayerin. Fühlst du dich bereit für eine neue Herausforderung? Ja, definitiv. Toll! Ich habe mir überlegt, dass wir ein paar neue kulinarische Optionen ausprobieren können, indem wir jeden Tag deine Kochkünste testen. Ah, okay, es hört sich wirklich nach Daily an. Und da du jetzt ein Profi bist, werde ich dir die Rezepte vorher nicht geben. Du musst sie selber herausfinden. Willst du mich verarschen? Mach dir keine Sorgen, ich verlange nicht, dass du umsonst arbeitest. Wenn es klappt, werden wir beide dafür belohnt. Was sagst du, Gameplayerin? Dass das scheiße ist, dass ich die Rezepte haben möchte, das sage ich. Jawohl, Chefkoch, ich hätte gerne tägliche Kochherausforderungen. Das ist toll. Bevor wir loslegen, schau dir das an. Es ist eine alte Speisekarte vom Cheremis, die ich im Lagerraum gefunden habe. Au revoir! Okay. Also einmal, achso, ich dachte, ich müsste es noch annehmen. Einmal die Speisekarte. Oh, eine mysteriöse Speisekarte, die Remi im Keller seines Restaurants gefunden hat. Also ich finde eher, das ist ein Foto, aber trotzdem. jetzt ist er wieder weggelaufen. Ja, toll, jetzt muss ich mich da hinten in die Ecke quetschen, damit ich meine Aufgabe weitermachen kann. Bonjour! Wow! Hast du das gesehen, Gameplayerin? Ah. Als du die Speisekarte geöffnet hast, kamen all diese Erinnerungen zurück. Erinnerungen sieht man? Das Cheremis hatte früher einen ganzen Sitzbereich ringsherum, mit vielen Tischen und Stühlen und einer unglaublichen Statue. Ich wusste es. Ich wusste, dass dem Restaurant etwas fehlt. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, ich muss jetzt meinen wunderschön gemachten Eingangsbereich, verändern. Der Sitzbereich sah fantastisch aus. Das war es auch. Ich erinnere mich, dass es aus einem speziellen, besonders glänzenden und haltbaren Metall namens Schmiedeeisen hergestellt wurde. Herr Duck hat mir geholfen, sie zu bestellen, aber es hat eine Menge Sternmünzen gekostet. Das können wir für die Kochherausforderungen verwenden. Das Cheremis wird nicht genug Sternenmünzen verdienen, um etwas so Beeindruckendes wie diese Sitzecke herzustellen, nachdem es nur Leute im Restaurant bedient. Wir müssen einen Lieferdienst anbieten. Ja, warum auch nicht? Ich meine, so ziemlich jedes Geschäft hat einen Lieferdienst. Ist ja auch nochmal gefördert worden durch die Politik die letzten Jahre. Oh, tolle Idee. Danke. Meine Küche basiert zwar auf Traditionen, aber ich bin auch sehr innovativ. Okay, wir können damit anfangen, die Nachricht zu verbreiten. Warum machst du nicht ein paar kostenlose Lieferungen der Kostproben im Dorf? Und denk daran, das ist eine Herausforderung deiner gesamten Kochkünste. Du musst die Rezepte also selbst herausfinden. Viel Glück! Danke. Besorge etwas, das mit Slush-Eis gemacht wurde für Elsa. Aber wir müssen jetzt nicht ihre Lieblingssachen machen, oder? Etwas mit Slush-Eis. Ach so, die sind sogar markiert. Ist es dein Ernst? Oder sind das jetzt... Nee, Moment, warum sind die? Das ist aber für diese Quest. Ich bin ein bisschen verwirrt heute. Ich könnte ihr Bananen-Eiscreme machen. Also ich weiß ja nicht, ob sie was Spezielles haben will.
Bananensplit, ich habe so viel, was ich ja machen kann mit Slush-Eis. Ich mache mal Bananeneiscreme, keine Ahnung. Müssen wir jetzt alle Rezepte durchprobieren oder reicht es, wenn wir einfach nur irgendetwas machen mit Slush-Eis? Bereite 2-Sterne-Menü, zack. Anscheinend reicht das. Bringe einen Nachtisch zu Belle. Das würde dann auch als Nachtisch gelten, so wie es aussieht. Bringe ein Gericht mit Fisch für Nala. Also Nachtisch, ein Fischgericht und einmal 5 Sterne. Ein Nachtisch, ein... Na, das nennt man wahrscheinlich Nachtisch hier. Ein Nachtisch, ein Fischgericht und was mit 5 Sternen. Keine Cupcakes. Wir nehmen... Apfelkuchen ist nicht direkt ein Nachtisch, oder? Also der ganze Kuchen nicht. Nachtisch. Dann ein Fischgericht. Und irgendwas mit 5 Sternen. So, der Salat hätte 5 Sterne. Dann nehmen wir den mal einfach. Zack. Dann brauchen wir jetzt noch das Fischgericht. Fischgericht, Fischgericht. Wir könnten den Hering nehmen, aber ich glaube, Hering habe ich nicht so viel. Muttern und Schrauben, da ist auch ein Fisch drin, aber den haben wir, glaube ich, auch nicht so viel. Hä, haben wir kein normales... Achso, das ist gar nicht bei alles. Ich muss doch noch ein anderes Fischgericht haben, wo kein Hering drin ist. Leute. Bratfisch mit Pommes. Was ist denn damit? Von dem Fisch haben wir auf jeden Fall viel. Angeblich. Also 1850 sollen wir davon angeblich haben. Oder sind das jetzt alle Fische von uns? Ich weiß es nicht. Okay. Dann bringen wir jetzt erstmal das Gericht mit den 5 Sternen zu Ariel. Weil ich nämlich ehrlich gesagt nicht weiß, welche von denen... Achso, das ist Belle. Moment, Belle ist... Einfach ein Nachtisch. Das machen wir aber als letztes. Ariel, die ist da unten. Ariel, Ariel. Da. Nicht weglaufen, ich muss dir ein 5-Sterne-Gericht geben. Okay. Ja, da gibt er mir wahrscheinlich jetzt nur das, weil das das einzige mit 5 Sternen ist, nehme ich mal an. Idee für uns. Das habe ich noch nie gesehen. Ist das ein Rezept aus der Menschenwelt, Gameplayerin? Eines unserer besten. Salat ist sehr lecker. Remi eröffnet einen Lieferdienst im Dorf und wollte, dass ich als Werbung einige Gratisproben verteile. Wir hoffen, dir schmeckt dieser kleine Vorgeschmack auf das Essen der Landbewohner. Es ist fast eine Schande, es zu essen. Das sieht so toll aus. Danke, Gameplayerin. Ich bin wirklich dankbar für deine Hilfe. Dann brauchen wir ein Fischgericht für Nala. Ein Fischgericht für Nala. Die war doch gerade noch irgendwo hier. Da. Nein. Hallo? Redest du mal mit der? So, Fischgericht. Bitteschön. Hallo? Das riecht fantastisch. Was ist das? Eine kleine Kostprobe der Dorfküche mit Fisch. Ich soll dir von Remi ausrichten, dass er jetzt einen Lieferdienst anbietet. Als einer der wichtigsten Repräsentanten der Löwen haben wir gehofft, dass du diese Nachricht verbreiten kannst. Wenn er doch nur Zebra auf Bestellung liefern würde. Ich stand da jetzt auch gerade noch... Das mache ich gerne. Ich bin mir nur nicht sicher, wie viel von Remis Essen wirklich für Löwen ist. Aber das hier riecht hervorragend. Danke. Das sagt sie, die irgendwelche komischen Sachen immer dort isst. Ja, ja. Dann haben wir noch ein Slush-Eisgericht und einen Nachtisch für Belle. Belle lief eben irgendwo hier oben rum, ist aber anscheinend schon wieder weg, oder? Keine Ahnung, wo die jetzt schon wieder... Ach, die ist oben links.
Also, sie kann das Gericht haben, was nicht mit Slush-Eis zu tun hat. Hast du kurz Zeit? So, das war Slush-Eis, ne? Bananeneiscreme, das heißt, sie kriegt den Apfelkuchen. Bonjour. Oh, dieser Nachtisch sieht fast so gut aus wie die, die das Personal für mich im Schloss des Biests zubereitet hat, Gameplayerin. Was ist der besondere Anlass? Remy bietet im Dorf einen Lieferdienst für Speziallieferungen an. Du könntest ein besonderes Abendessen für dich und Biest bestellen. Das ist eine wunderbare Idee. Ich werde sicher bald etwas bestellen. Wenn wir doch nur so einen Lieferdienst für Bücher im Dorf hätten. Oh ja, das fände ich total klasse. Können wir bald mal wieder plaudern. Elsa! Elsa, Schätzchen, wo bist du denn? Die war da hinten irgendwo. Ah, da ist sie. Ich hab die Haare erkannt. Bleib stehen. Ich muss mit dir reden. Hallo, könntest du mir vielleicht zur Hand gehen? Ja, mit einem Eis. Hallo. Oh, was ist das? Es sieht köstlich aus. Eine eisige Leckerei, nur für dich. Es ist eine kleine Kostprobe. Remy eröffnet einen Lieferdienst im Dorf. Er möchte, dass jeder davon erfährt. Du könntest zum Beispiel jeden Tag Schokolade für Anna bestellen. Das klingt nach einer Menge Schokolade. Dieser Lieferdienst von Remy könnte gefährlich sein. Mhm. Danke, Gameplayerin. Ich werde Anna und Christoph sicher davon berichten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kehre zu Remy zurück. Ich hoffe, dass er jetzt noch im Restaurant ist. Oh, Junge! Nee, hallo? Er ist hier draußen. Ah, geh mir aus dem Weg. Remy, bleib doch mal stehen. Ich hab dich angesprochen. Bonjour. Gute Arbeit, Gameplayerin. Und um mich zu bedanken, habe ich etwas für dich. Das ist Schmiedeeisen. Was kann ich damit anstellen? Darf ich das essen? Genau. Ah. So viele tolle Dinge. Wenn du willst, kannst du damit anfangen, den Sitzbereich für das Jeremy herum wieder aufzubauen. Stühle, Tische, einen Zaun, Wege, sogar die riesige Statue, die früher draußen stand. Und wenn du kein Schmiedeeisen mehr hast, dann komm einfach wieder zu mir. Ich gebe dir jeden Tag eine Sonderlieferung und ich werde weiterhin Schmiedeeisen bei Handak bestellen, um es dir jedes Mal zu geben, wenn du eine Lieferung beendest. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man kann das einmal am Tag machen und dann bekommt man immer Schmiedeeisen. Ich weiß ja nicht, wie oft man das hier wiederholen kann. Ich würde gerne sehen, wie du etwas mit diesen Schmiedeeisen herstellst. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, oder? Dieses Dorf riecht nach Magie? Gibt es sowas? Pariser Stuhl, Tisch. Verzierter Pariser Stuhl und Tisch. Okay, Moment, da hinten habe ich doch noch eine Werkbank für Goofy hingestellt, oder? Och, wo kommen die denn jetzt hier wieder alle her? Ihr könnt doch nicht einfach so auf meinen schönen Weg hier rumliegen. Geht doch nicht. Ich mach mal auch noch weg. Es ist Schlafenszeit. Solange da nur Geld drin ist, ist alles gut. Nein. Oh. Warum visiert man extra dieses Zeugs an, wenn man dann ins Haus reingeht? Hallo? Nee, ich will es nicht ernten, ich will es entfernen, genau. Wieso kann ich das nur von links machen? Wieso muss das dann überhaupt da spawnen, wenn man das nicht vernünftig anvisieren kann? Ah! So. Achso, das sind diese Sachen für diese eine Quest, die ich wahrscheinlich mein Leben nie wieder da rauskriegen werde. Wo ich mich aber auch weigere, sie zu machen, weil sie einfach zu teuer ist. Ah ne, unter Möbel. Ach, ich bin ja auch doof. Ich suche hier überall und gucke natürlich nicht unter Möbel, wenn es Möbel sind. So, Pariser Stuhl, Schmiedeeisen. Wir haben aber nur 5 Stück und wir sollen alles herstellen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Da, für den Weg brauchen wir 2. Naja, gut. Da brauchen wir sogar 15 für den Tisch. Ach du Scheiße. 100 für die Statue. Ihr wollt mich doch komplett verarschen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wo zur Hölle sollen wir bitte 100 Schmiedeeisen herstellen? Gemäß dem Fall, wir würden täglich 6 Stück bekommen, müssten wir unheimlich lange und das jeden Tag
diese Aufgaben machen, die zugegebenermaßen jetzt nicht lange dauern, aber diese Aufgaben machen, damit wir eine einzige Statue herstellen können. Ich meine, die Statue würde ich schon gerne mehr herstellen, weil es, ne, ist ja auch in der Vergangenheit so gewesen, wenn man Sachen herstellt, kann man unter Umständen auch schon mal andere Sachen dann wieder freigeben und so. Aber das ist ja bescheuert. Die sind beide gleich teuer. Würde ich sagen, der sieht schöner aus, oder? Stell mir den mal her. So. Der hat mir das... Moment, Möbel? Ach so, ich hab den ja hier drin. Ach mein Gott. Ja, okay. Ich dachte gerade schon, ich habe den jetzt hergestellt und kann den nicht hinstellen oder was. Nee, dann ist okay. Stell mir den mal so daneben. Wie kehre zu Remi zurück? Ich denke, ich muss die alle machen. Deswegen habe ich das jetzt auch irgendwie nicht verstanden. Der ist da unten. Moment, den finde ich immer so schlecht. Deswegen habe ich das auch nicht verstanden, warum wir nur einmal was haben und dann direkt so viel machen sollen. Oh ja, dieser Ort hier hat definitiv Potenzial. Weil da stand ja drin, wir sollen alles aufstellen, oder? Jetzt ist der abgehauen. Willst du mich jetzt hier? Nee, der ist hier hinter. Hä, war der nicht eben unten? Hallo! Wow, das Jeremy sieht schon besser aus, Gameplayerin. Gut gemacht. Aber denk daran, wenn du eine Kochherausforderung suchst... Oder du das Dorf mit ein paar besonderen Möbeln noch schöner machen möchtest, komm einfach jeden Tag zu mir und rede mit mir. Ah, wir kriegen nochmal 3. Sehr schön. Das Blöde ist nur, dass wir jetzt trotzdem nur 4 haben. Und da war, glaube ich, nichts, was wir irgendwie mit 4 machen konnten. Wieso liegt hier überall Kohle im Weg rum? Ja, keine Ahnung. Ja... Das war dann die tägliche Aufgabe von Remi. Ich schau mal, ja, sonst ist auch nichts anderes gekommen. Ich weiß auch hier nicht, wenn ich das jetzt tatsächlich machen würde, könnte ich das dann überhaupt noch abgeben? Weil das Fest existiert ja schon ein paar Wochen nicht mehr. Würde ich dann noch die Belohnung kriegen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich will diese blöde Aufgabe gar nicht haben, aber man kann sie halt eben nicht... loswerden. Das ist das, was ich so ätzend finde daran. Also wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal, ich denke mal mit Mulan oder Mushu, keine Ahnung, weitermachen. Je nachdem, wer die nicht so schlimmen Sachen braucht. Also ich muss mal gucken. Normalerweise müsste ich denen alles geben können. Ja, so Blumen und was weiß ich was. Füchschen, was machst du da gerade mit Stitch? Hast du ein Problem? Könnt ihr jetzt mal nicht alle ankommen? Ich versuche mich gerade zu verabschieden. Mein Gott, das ist ja okay, wenn man in der Gegend rumläuft, aber nicht, wenn man im Aufnehmen ist. Ja, also das war es auf jeden Fall erstmal mit der heutigen Folge. Ihr wisst jetzt, wie ihr die Aufgabe machen könnt, die tägliche Aufgabe bei Remi. Und ich werde mal schauen, dass ich da mal mehr Schmiedeeisen besorge. Und dann werde ich vielleicht mal mit euch die Sachen alle in einen Schwung herstellen, außer dem Brunnen. Das dauert ja Jahre, bis ich das dann überhaupt erstmal habe. Und dann können wir uns die Sachen mal angucken. Achso, wir können uns das mal kurz von der Nähe angucken, jetzt wo ich das sage, weil das war ja eben nur, als ich das hingestellt habe. Ja, ich finde den Stuhl ehrlich gesagt schöner, der jetzt schon da stand. Der ist okay, aber ich finde den jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Also der ist schon okay, was wir gemacht haben, das ist alles in Ordnung. Der sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich finde den anderen ehrlich gesagt schöner. Der passt ja besser rein, weil der sieht edler aus für diese Jeremy. Und der andere, der ist halt so, ja, der wirkt so metallisch irgendwie. Ist zwar Eisen, ne, durch dieses, was war das, Schmiedeeisen, aber er wirkt halt billiger irgendwie, finde ich. Aber gut, es ist Geschmackssache. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die neuen Sachen findet. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Okay, hey, übernimm dich nicht. Wir sind für dich da. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.